Und schon wieder zurück bei DSA, der Schicksalsklinge, in der wundervollen HD-Version. Und wir sind immer noch in der Spinnenhöhle, wir haben aber schon den Kampf gegen den Dämonen hinter uns. Wir haben die Schatzkiste schon gefunden und ich habe die Aufstiege gemacht und diesmal hat sich tatsächlich nicht so viel getan, leider. Also es ist utopisch, hier bei den 12er-Werten noch irgendwie zu hoffen, dass es noch besser wird. Gefahrensinn und Sinnesschärfe hat sich bei allen doch ein bisschen erhöht. Ludwig hat Körperkraft 19 mittlerweile. Und bei den Kampfwerten hat sich leider auch nicht so viel getan, weil ich das gerade nicht höher als 15 bzw. 16 steigern kann. Was aber nicht so schlimm ist, weil wir doch an für sich ganz gut sind, was das betrifft. So, bei Brüder, ja, hat sich auch nicht so viel getan, ne? Auch hier Heilkunde Wunden, utopisch das hochzubekommen. Das, was ich bei allen so ein bisschen gemacht habe, ist, dass ich den Stufenaufstieg genutzt habe, um mal so ein paar von den Soft-Skills, wie zum Beispiel Klettern, Schwimmen, das, was man durchaus schon mal brauchen kann, zu erhöhen. Das hat auch ganz gut geklappt. Bei ihm hat sich auch da eher Klettern, Schwimmen und so weiter. Gerade Schwimmen versuche ich auf über 0 zu bringen mit Androsch. Das wäre schön. Das kann man immer mal brauchen. Auch bei ihr leider Schlösser knacken, Taschendiebstahl. Das habe ich gar nicht erst versucht. Da bin ich ganz ehrlich. Weil hier und auch überreden, da hätte ich nur ganz, 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 ganz viele von den 20 Punkten, die ich hier nur zur Verfügung habe, verschwendet für mögliche, für einen möglichen Punkt oder im besten Fall 2. Und das hätte Ewigkeiten gedauert, bis ich einen Aufstieg zusammenbekommen hätte, der sowohl von den Lebenspunkten als auch von der Grundwertsteigerung geklappt hätte. Insofern habe ich das auch mal sein lassen. Bei ihr auch Gefahrensinn, Sinnesschärfe, ansonsten auch so Sachen wie Klettern, Schwimmen und so weiter. Das gilt also für alle unsere Charaktere. Ich habe so ein bisschen darauf geachtet, dass einfach die nützlichen Skills, die wir für Wildnisreisen brauchen und die wir auch in Sternenschweif noch brauchen werden, dass die ein bisschen mit aufsteigen. Ja, genauso wie die Magie, wie die Zauber. Mit den Zaubern haben wir jetzt den Clarum Purum zumindest auf 10, da bin ich ganz glücklich drüber. Ansonsten hat sich da nicht so viel getan, der Ignifaxius auf 8, das ist auch okay. Der Balsam ist hier, glaube ich, um einen Punkt gestiegen, das habe ich trotz allem nochmal gemacht. Aber es hat sich, wie gesagt, nicht so viel verändert. Es sind hauptsächlich die soften Skills geworden, die man auf Reisen, auf Überlandreisen immer mal brauchen kann. Gut. Nichtsdestotrotz bin ich ganz glücklich über den Aufstieg, vor allen Dingen, weil er trotz allem bei jedem nochmal einen Attributspunkt mit dazugegeben hat. Bei ihnen ist es jetzt Mut geworden, einfach weil ich auch Gewandtheit auf 14, Mut auf 14 bringen wollte. Ja, dass wir eventuell dann auch später nochmal die Waffenwerte ein bisschen erhöhen können. Und jetzt knacken wir diese Tür. Und ich speichere mal eben. Musik. So. Hallo? Es sind bestimmt noch Spinnen hier unten unterwegs. Zu 100... Oh ja. Oh ja. Hallo? Ein Braios-Amulett. Ja, hallo. Rote Robe? Rote Roben? Die nehme ich mal gerade mit. Und Weinflaschen könnte meinetwegen behalten. Rot? Hier führt eine Leiter in die Tiefe. Wollt ihr? Hier bleiben. Noch eins. Mensch! Das gebe ich auch nochmal Valaria. Und rote Roben geben wir Nariel. Dann können wir uns ja alle mit roten Roben ausstatten. Mensch, das ist ja... Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt Sinn macht. Also ich meine, 2-1 Gewicht 50 Unzen. 2-1 Gewicht 50 Unzen. Ich bin mir nicht mehr sicher, welchen Effekt diese roten Roben haben. Ich weiß es gerade nicht, ob die überhaupt einen Effekt haben oder ob die einfach nur... Hier führt eine ob die einfach nur ein bisschen hübscher sind als die ganz normalen Standardroben. Meine rote Umhänge. Überleg mal, die ganze Truppe mit roten Umhängen. Das sähe schon ziemlich cool aus. So. Jetzt ist die Frage, da hinten ist noch eine Schatztruhe und da ist noch eine Tür. Alles klar, ich bin jetzt quasi wieder hier gelandet. Aha. Bevor ich jetzt nochmal da runterfalle,
Gehe ich mal gerade hier vorne lang. Hier war ja nichts, ne? Nee. Hier war nichts. Und hier ist noch diese Tür. Ja, das war so... Oh nein. Priester. Kultist. Ignifaxius. Ja, mach doch auf Androsch. Ist dem doch egal. Das ist dem doch egal. Konrad, achso, ich muss gleich dringend mal, weil der Konrad ja mittlerweile Alchemie auch auf 11 hat, müsste ich gleich dringendst mal mit dem Konrad die ganzen Schriftrollen, die wir noch dabei haben, studieren. Denn da sind ja doch einige geworden mittlerweile. Das könnte das Inventar auch nochmal ein bisschen leerer machen. Oh. Da hat es den ersten schon erwischt. Ja, ist mir doch egal. Der kleine garstige Zwerg. Ich glaube, der Priester da hinten ist schon ein bisschen frustriert. Ich kann es nachvollziehen. Wenn du da dich abrackerst und einen Ignifaxius nach dem anderen raushaust und der Zwerg denkt sich, ja, mach nur. Ich glaube, dieser Priester entscheidet sich, einem anderen Handwerk nachzugehen. Weil das, das er aktuell vollzieht, einfach. Das bringt nichts. Es bringt ja nichts. Tschüss, mach's gut. Mist. Horribus. Es tut mir auch so ein bisschen leid für ihn gerade. Ich weiß nicht, er tut ja wirklich sein Bestes. Man möchte ihm so eine Teilnahmeurkunde geben. Hat im Rahmen seiner Möglichkeiten wirklich sein Bestes gegeben. Ein Zauber. Ne, jetzt hat er keine Astralenergie mehr. Jetzt hat er komplett versagt. Na gut. Hat sich erledigt. Warum bin ich jetzt eigentlich hier hingelaufen? Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Priester erledigt. Die Dolche können sie behalten, meinetwegen, aber das Gift nehme ich mit. Dolch kann er behalten, ja. So, Schatztruhen. Mehr Schatztruhen. Boah. Ja, da haben wir die Kluften. Also, es gibt anscheinend einen Unterschied zwischen den normalen Roben für die normalen Priester und den roten Roben, oder für die Kultisten. Den roten Roben, die offensichtlich für etwas höher gestellte Personen dieses Kultistenordens gewesen sind. Ich frage mich nur, ob wenn wir die roten Roben anlegen, ob dann nicht irgendwann vorbeifahrende Prioten denken, hey, was ist denn da los? Stimmt, wir hatten ja noch einen Schlüssel gefunden und mit dem Schlüssel können wir jetzt diese Tür ganz problemlos öffnen. Hallo? Wenn jetzt hier aber Gegner... Ich wollte es gerade noch sagen, wenn jetzt hier aber Gegner sind, dann haben die sich doch hier eingeschlossen. Das macht doch keinen Sinn.
Ja, diesmal muss der Konrad nicht mithelfen. Sei mal ganz ehrlich, zwei Kultisten, die werden wir mal eben wegschnetzeln. Das wird schon funktionieren. Kann sich noch nicht so genau entscheiden, wie viel Schadenspunkte er jetzt wirklich bekommen möchte. Denkt sich gerade, ja, Wunde am Arm, was, wie viel ist denn das? 11? Ja gut, ich nehme 11. Einwandfrei vermöbelt. Viel dazu. Oh ja, Arax-Gift nehme ich immer gerne mit. Sehr, sehr gerne. Dolche können sie behalten. So, die haben sich hier eingeschlossen, beziehungsweise hier ist noch diese eine Tür, aber... Okay, zwei Schatzkisten. Oh. Spinnenbiss. Ohohohohoho. Und ein Heiltrank, den gebe ich mal dem Ludwig. Ansonsten Kletterhaken, Brecheisen, Schaufel, Hammer und Seile. Alles klar. Und hier drin? Rationen und Wein, alles klar. Gut, wir haben offenbar die Lagerkammer gefunden. Jetzt muss ich aber doch mal gucken hier gerade mal. Warte mal, Spinnenbiss? Und die Amulette, wir müssen noch so viel identifizieren. Dazu müssten wir uns aber mal ein bisschen ausruhen. Schön wär's. Wir sind mittlerweile relativ vollgepackt mit allem möglichen Mist. Ich guck mal gerade hier, ein vergilbtes Pergament. Dies ist ein Rezept zur Herstellung einer Wunderkur. Aha. Höchst interessant. Geht natürlich sofort in unser kleines Alchemiebüchlein. Dies ist ein Rezept zur Herstellung von Hilaila Feuer. Auch sehr interessant, alles klar. Geht natürlich auch sofort in unser Rezeptbüchlein. Dies ist ein Rezept zur Herstellung eines starken Zaubertranks. Genau das, wonach ich gesucht habe. Geht ins Rezeptbüchlein. Und dann hatte Brüder noch jede Menge von diesen vergilbten Pergamenten. Hä? Wieso hat sie denn... Wieso hat sie denn nicht mehr so viele davon? Oder waren das Doppelte, die dann automatisch verschwinden? Na gut, gucken wir mal. Waffengift Vomicum. Mhm, alles klar. Geht auch ins Rezeptbuch. Dies ist eine... Oh, die Seekarte kann Brüder behalten. Ein vergilbtes Pergament. Zur Herstellung eines Elixiers zur Stärkung der Muskeln. Ja, das wird wahrscheinlich so ein Stärketrank sein. Höchstwahrscheinlich effektiver als ein pures Gulmon-Blatt. Und die Mitgliederliste, da weiß ich noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Die wollte ich ja mal lagern. So, und hier haben wir das Arachnoide Almagest. Ja, dass ich noch nicht lesen kann. Das weiß ich aber schon, warum ich das nicht lesen kann. Weil wir dafür Tierkunde auf 3 benötigen. Und beim nächsten Aufstieg werden wir Tierkunde auf 3 bekommen. Und bis dahin behalte ich dieses Büchlein natürlich. Ganz klar. Gut, identifizieren und so, das machen wir alles, wenn wir hier raus sind und alles geplündert haben. Siehst du, die haben sich hier eingesperrt. Der Schlüssel war irgendwo da unten unterwegs. Und zwei Kultisten wurden hier eingesperrt, um hier aufzupassen. Inklusive eines Priesters, der im anderen Raum hinten dran war. Alles klar. Wenn sie meinen... Oh nein, das ist wahrscheinlich der Bruder oder der Cousin. Der Cousin von dem Priester im anderen Raum. Ignifaxius. Ja, das ist Rayada relativ egal.
Das ist das Schöne daran. Wir haben halt mittlerweile relativ viele Charaktere, die immun gegen den Ignifaxius sind. Und das ist ein großer Vorteil. Er müsste aber jetzt auch langsam bemerken, dass er jetzt eingekreist wird. Ja, ja, mach nur. Ja. Ich weiß nicht, aber den überlege ja immer noch so ein bisschen, ob die nicht auch den Paralü einsetzen können. Aber das hätte er ja dann schon gemacht, wenn er es könnte. Wahrscheinlich sogar relativ weit zu Beginn des Kampfes. So wie der Hohepriester es ja auch nicht gemacht hat. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass die beide das nicht können. Also sowohl der Priester als auch der Hohepriester. Und jetzt ist es sowieso rum. Jo, das war's. Es gibt noch einen schönen Dolch hier dazu. Den kann Brüder jetzt an sich nehmen, denn sie hat ja wieder ein bisschen Kapazitäten frei. Dadurch, dass wir die vergilbten Pergamente nicht mehr in der Tasche haben. Hier ist nichts mehr. Ist nichts mehr? Das wage ich fast nicht zu glauben. Hier geht's runter. Nein, möchte ich nicht. Aber dann haben wir ja noch... Ja, Nariel fühlt sich nicht wohl. Aber dann haben wir ja hier noch... Da! Guck mal da! Ich sehe doch den Schatz. Willst du mich veralbern? Nee, da sind wir hergekommen. Okay, ah, warte mal, das war mit Sicherheit... Das ist hier von... Das Rätsel, ne? Huch. Wo bin ich denn... Bin ich hier jetzt gelandet? Da oben kommt man hin, aber... Moment. Ich glaube... Hier führt eine... Nein, möchte ich nicht. Ich glaube, das hat vielleicht was damit zu tun... Da steht noch eine Kiste. Die Truhe ist leer. Alles klar. Und hier ist sonst nichts? Wump. Da wird mal wieder hierhin teleportiert. Alles klar. Nichtsdestotrotz haben wir ja vorne im Hauptraum noch eine Sache offen. Vor der Wand steht die Statue einer Spinne Magtans. Mit menschlichem Kopf. Aus dem Rücken. Vor der Wand steht die Statue einer Spinne mit menschlichem Kopf. Aus dem Rücken der Spinne ragen mehrere Hörner. Was ist undurchdringlich wie eine eherne Wand und doch durchsichtig wie Glas? Ein Spinnennetz. Moment. Wieso? Oh nein. Nein, Mist. Wahrscheinlich wäre in dieser Truhe etwas drin gewesen, wenn ich das Rätsel von Beginn an richtig gelöst hätte. Jetzt ist sie einfach nur... Oder habe ich da schon geplündert? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich erinnere mich, wir sind schon so lange in dieser Spinnenhöhle unterwegs, dass ich gerade gar nicht so genau weiß, ob wir da schon geplündert haben. Vor der Wand steht die Statue einer Spinne mit menschlichem Kopf. Aus dem Rücken der Spinne ragen mehrere Hörner. Offensichtlich das Bildnis eines Dämons. Auf dem Sockel sind in einem Heptagramm die sieben Buchstaben S, N, A, T, C, A und M angeordnet. Ja, Snackam. Ich gehe doch noch mal ganz kurz in der Truhe gucken, ob sich da jetzt nicht vielleicht doch irgendwas reingelegt hat, weißt du? Nee. Die Truhe ist leer und wir hätten sie wahrscheinlich knacken müssen, wenn wir das Rätsel richtig gelöst hätten.
Das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ist aber auch nicht so schlimm. Vielleicht werde ich da auch nachher nochmal gucken, was da in der Truhe drin gewesen wäre. Wenn da jetzt aber nur ein paar Heiltränke oder sowas drin sind, dann, ja, sei es drum. Dann ist es eben so. Wir lassen die Spinnenhöhle hinter uns. Wir haben ganz andere Dinge zu tun. Das war ja eigentlich nur ein... Wir lassen die Spinnen... Gott sei Dank. Ich möchte nach Skial reisen. Meine Güte. Wieder raus aus dieser vermaledeiten Höhle, die uns so lange aufgehalten hat. Wollte doch eigentlich nur die Karte, das Kartenstück abholen hier. Am Wegesrand erkennt ihr eine einladende Lichtung. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Wollt ihr den Tagesmarsch bereits hier beenden? Das klingt nach einer guten Idee. Hier mal Kräuter sammeln. Immerhin zwei Wirselkraut. Es ist nicht viel, aber besser als nix. So, dann machen wir Folgendes. Hier einmal Brüder bitte. Heilkunde Wunden bei Valaria. Dann bitte einmal... Nariel hat keine Heilkunde Wunden, ne? Nee, bei ihr ist das nicht so gut. Es ist aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, unsere Wasservorräte sind noch eine Ration. Oh. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Dann gehen wir auch nochmal Wasser holen. Findet nirgends Wasser. Wir sind ein bisschen erstaunt darüber. Bitte kein Kampf. Oh, Gott sei Dank. Ariel hatte Durst. Ja, ich weiß, alle hatten Durst. Aber wir dürften jetzt eigentlich auch in der Stadt ankommen, wenn wir uns jetzt nicht ganz verzetteln. Mit einem kleinen Gewaltmarsch zum Ende hin dürften wir dann ins Skial sein. Da können wir uns Wasser in der Taverne kaufen. Oder Bier. Noch besser. Willkommen in... Willkommen in Skial. Der schönsten Stadt auf der Bremer Halbinsel. Jenseits von Brem. Naja. So schön ist es dann auch nicht. Es sieht ein bisschen diesig aus. Gut. Machen wir erstmal unseren üblichen, das mache ich ja gerne, unseren üblichen Gang durch die Siedlung oder an der Siedlung erstmal außenrum. Skial auch eine von den Städten, die so eine Palisade haben. Ich habe nicht viele von den Städten gesehen, die wirklich eine, in Anführungszeichen, eine Stadtmauer besitzen. Ich glaube, heute ist sogar Markttag. Wenn ich das richtig gesehen habe, waren die Marktstände da unten besetzt. Erstmal die Außenbezirke. Ich glaube, das habe ich damals auch immer so gemacht. In der alten Nordland-Trilogie. Also in der klassischen. Dass ich immer erstmal die Außenbezirke erkundet habe und dann von den Außenbezirken an nach innen rein. Skial ist aber ein größeres Städtchen, sehe ich gerade. Guck mal, hier gibt es sogar eine schöne Brücke. Und Skial ist richtig schön. Also vom Aufbau her. Natürlich, die Häuser sehen überall relativ gleich aus. Das ist ja ohne Zweifel. Aber vom Aufbau her ist Skial ein schönes Städtchen. Guckt ihr den Waldweg runter, oder? Na gut. Dann will ich euch dabei nicht stören. Hier ist zumindest schon mal ein Gemischtwarenhändler. Ja, das macht aber keinen Sinn hier. Guck mal, die Häuser stehen halb in der Palisade, halb außerhalb. Ja, dann schlag einfach das Fenster ein, dann bist du in der Stadt drin. So ein Schutz macht keinen Sinn. Solange das Haus nicht zur anderen Seite hin komplett verbarrikadiert ist aus Stein. Oder aus Holz. Auch hier ist keine... Wobei, die haben sich nur zu einer Seite hin abgesichert. Wenn ich das richtig sehe. Ach, jetzt fängt die Baustelle hier vor der Tür schon wieder genau an, da laut zu werden, wo ich eigentlich aufnehmen will. Mensch! Ich nehme mal an, ihr hört das sogar. Na gut. Wie groß ist denn jetzt? Ach, guck mal hier. Von dem Fluss getrennt. Geh mal gerade über die Karte. Einen Heiler haben wir auf jeden Fall hier. Das ist eine gute Sache, denn es könnte immer noch sein. Da musste ich mal kurz niesen. Es könnte immer noch sein, dass
einer von unseren Leuten eventuell krank wird. Weil wir mit in der Spinnenhöhle doch reichlich einstecken müssen zum Teil. Unter anderem von dem Spinnendämon. Und dann können wir die Krankheit im Zweifel hier sofort richtig auskurieren und heilen. Vor allen Dingen, wenn es irgendwas ist, was wir sonst nicht heilen könnten, wie Schlachtfeldfieber oder sowas. Muss man ja leider immer von ausgehen. So, die haben sich tatsächlich nur zu dieser Ecke hier, also zu diesem in Richtung Otariel, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, doch, Norden. In Richtung Otariel haben sie sich verbarrikadiert. In Richtung Prem nicht so sehr. Nun gut, kein Waffenhändler, dafür ein Kräuterhändler und ein Gemischtwarenhändler. Da kann ich ja dann gleich einfach mal ganz in Ruhe die ganzen Sachen verkaufen. Erstmal möchte ich aber hier hingehen. Zack. So, was zu essen. Jawohl. Mhm. Und ein Zimmerchen. Eine Suite. Wir nehmen eine Suite. Wir haben das Geld. Nein, ich will nicht raus. Obwohl, ich könnte mal speichern gerade. Zack, zack. Zack, zack. Und dann würde ich gerne erstmal ausruhen. Denn ich möchte auf jeden Fall heute noch... Ja... Ich möchte auf jeden Fall heute noch die Dinge analysieren, die wir dabei haben. Das wäre mir ein großes Anliegen. 12! Meine Güte. Die sind mittlerweile richtig gut geworden beim Heilkundewunden. Ich schlaf mal einen Tag. Wobei, nee. Ich schlafe 12 Stunden. So. Nein! Verdammt, das Zimmer hält immer nur 12 Stunden. Alles klar. Also entweder einen Tag oder gar nicht. Meditieren, zack. Meditieren, zack. Und dann nochmal Heilkunde Wunden. Was ist diese Baustelle? Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 17.29 Uhr. Das heißt, wenn wir 12 Stunden, können wir 13 Stunden oder 14 Stunden schlafen. Dann ist es auch morgens früh. Und unsere Leute sind ein bisschen ausgeruhter. Zack. Es ist immer noch stockfinster hier. Nichtsdestotrotz können wir nämlich jetzt mal hier Hellsicht oder im Arcanum. Arcanum. Die Umhänge offensichtlich nicht magisch. Aber die grünen Stirnreifen sind magisch. Das ist der rote Ring. Und der Spinnenbiss ist auch magisch. Alles klar. Dann wird jetzt mal ordentlich durchanalysiert. Eine magische Analyse des Speers mit der kunstvoll verzierten Stoßspitze offenbart die Wirkung eines reversalisierten Clarum Purum Zaubers, der genau ins Gegenteil umgekehrt wurde und der so den Speer permanent vergiftet, aber ihn auch mit einem dämonischen Merkmal versehen hat. Bei Treffer, gegnerische Attacke und Parade minus 2. Vergiftet 10.000. Spinnenfluch. Ich glaube, davon halte ich mich fern. Es ist aber schön, ihn zu haben. Ich glaube, wir haben auch niemanden, der mit Speeren wirklich gut umgehen kann. Hellsicht, Analyse. Analyse. Wirkt Armatrutz bei Benutzung im Kampf und erhöht so den Rüstungsschutz des Trägers erheblich. Kann nur im Kampf benutzt werden. 5 Ladungen, Rüstungsschutz plus 5. Ist ganz praktisch, aber naja. Ich denke mal, die sind dann genauso. Analyse. Ja. Und... Yep. Analyse. Nee, wenn getragen, erhöht sich der Rüstungsschutz des Trägers. Plus 2. Dauerhaft? Immer? 5 Ladungen. Plus 2. Da könnten wir minus 1 und minus 1 abwandeln. Dafür den Top-Helm weg. Eine Rüstung würden wir opfern für plus 1 Attacke, plus 1 Parade. Wobei, nee. Bin da eigentlich relativ glücklich, dass wir Rüstungsschutz 10 haben, wenn ich ehrlich bin. Das wäre eher was hier für... Für die beiden. Ich glaube, das ist was für Valaria.
Plus 1 Rüstung. Und weniger Gewicht dabei. Dann kann sie nämlich auch wieder 7 sich bewegen. Gut, der Spinnenbiss hat eine Geschichte. In einer wohl absichtlich falsch in Umlauf gebrachten Geschichte über diese magische Waffe ist die Rede von einem Spinnentöterspeer, der angeblich allen Spinnen und auch Rieseninsekten großen Schaden zufügen können soll. In Wirklichkeit aber stammt der Speer mit der kunstvoll verzierten Stoßspitze von einem Spinnenkult, der zwischen Skial und Ottaje in einer großen Spinnenhöhle sein Unwesen trieb. Die Paktierer errichteten dort dem fünfgehirnten Dämon Magthans, der gepanzerten Spinne, oder auch weitreichendes Netz genannt, der sich vor etwa 2000 Jahren von der Erzdämonin Charybdoroth losgesagt haben soll, einen unheiligen Tempel, in dem Verfall und eine langsame dämonische Veränderung der Umgebung vorherrscht. Magthans selbst, der vielleicht sogar dem Gefolge des namenlosen Aphestadil angehört, war es wohl, der seinen Anhängern den Speer oder zumindest dessen permanente Vergiftung zum Geschenk machte. Noch heute, nach der Zerschlagung des Kultes, kann man außergewöhnlich viele Riesenspinnen in den Höhlen und Wäldern zwischen den beiden Orten antreffen, denen so manches verlorene Stück Vieh zu Lasten gelegt wird. Nur die wenigsten wissen oder vermuten, dass dieser Speer dämonischen Ursprungs vor den Auswirkungen des zweiten Tages des Namenlosen schützt, da Magthans, der Tagesherrscherin, dieses verfluchten Tages untertan ist. Oh! Ja gut, das könnte schon interessant sein. Also es kommt ja sowieso. Nichts Magisches kommt hier weg. Habe ich die Geschichte von der Kräutersiche schon gelesen? Glaube ich gar nicht. Diese magische Kräutersichel wurde laut den lokalen Sagen und Legenden von Arbogast dem Alten zusammen mit seinem Meisterschüler Jehodan erschaffen. Arbogast, der den Weg des Lehrens und Lernens vertritt, ist der mächtigste Druide des Königreichs Andergast, in dem dieser sehr viel Einfluss hat. Er raubt vielversprechende Zöglinge und lässt sie eine harte Schule durchlaufen, da Willensschwäche und Geziertheit ihm ein Greuel sind. Der weise Lehrmeister und überragende Tierkundler, der nur schwer aufzufinden ist, erschuf die besagte magische Sichel, um sich selbst oder seinen Schülern die tägliche Kräutersuche zu erleichtern. Mit dem Verschwinden eines seiner vielversprechenden Zöglinge ging das Artefakt jedoch verloren und gelangte über Umwege offenbar in das Piratennest Aspota. Dort wurde die magische Sichel aus Unwissenheit nur für mindere Arbeiten benutzt, da sie sich nur als schlecht als Waffe eignet. Aus Andergast, Mensch! Und auch noch von einem sehr berühmten Druiden. Puh, nun gut. Ich werde mich mal darum kümmern, den ganzen Schmonz hier zu verkaufen. Die roten Umhänge sind offensichtlich nicht verzaubert, aber sind schick. Und deswegen benutze ich sie. Rote Robe. Besser als das aventurische Braun. Das Torvaler Braun. 2-1, 2-1, das nimmt sich nicht viel. Oh. Diese roten Roben werden von den Kultisten in der Spinnenhöhle getragen. Aber es ist eine schöne Erinnerung an die Spinnenhöhle, weil wir die Spinnenhöhle halt ausgerottet haben, ne? Und solange mich keiner darauf anspricht, sage ich auch nichts. Oh, ach, er hat nicht genug Platz. Na gut, da kümmere ich mich gleich drum. Hab schon ein bisschen überzogen. Tut mir auch ein bisschen leid. So. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.